und kommen zum Tagesordnungspunkt 40. Das ist der Antrag der Fraktion der AfD, Drucksache 20/376, Fraktion der AfD, Gendersprache in hessischen Ministerien, Landesbehörden und der Landtagsverwaltung abschaffen. Als Erster hat sich zu Wort gemeldet Herr Dr. Grobe für 10 Minuten. Bitte schön. Hören Sie doch erst einmal zu. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, Exzellenz, seit 30 Jahren weht ein muffiger Wind der Unfreiheit, des geistigen Zwangs und einer unbelehrbaren Engstirnigkeit durch Deutschland. Das Zitat stammt von dem ehemals linksradikalen Journalisten Thomas Schmid. Treffender kann man es meines Erachtens nicht zusammenfassen. Um was geht es? Seit 30 Jahren, also seit dem Untergang der DDR, spielt sich eine kleine, aber sehr rege Gruppe von linken Jakobinern als Sprachpolizisten auf, um die deutsche Sprache von oben herab zu verändern. Sie versucht, die Bevölkerungsmehrheit einem Neusprech zu unterwerfen. Es geht letztlich um eine Sprachmanipulation, darum, die Denkweise der Bevölkerung zu verändern. Nichts anderes wird bezweckt. Gleichzeitig muss der Steuerzahler aber für diesen Irrsinn aufkommen. Es ist aber noch schlimmer, denn die Bürger wurden und werden nicht befragt, ob sie das überhaupt wollen. Aber, meine sehr verehrten Damen von den LINKEN, von der SPD, von den GRÜNEN, von der CDU und der FDP, machen Sie ruhig so weiter. Denn mit Ihrer Genderpolitik bedienen Sie nur kleine Klientelgruppen. Sie entfernen sich dabei immer weiter vom Volk und dessen Alltagssprache. Oder, um es klarer zu sagen, die politische Klasse hat den Bezug zur Realität verloren. Während Chinesen, Japaner, Israelis und US-Amerikaner in künstliche Intelligenz und Breitbandausbau investieren, bauen wir unsere weltweite Führung in gendergerechte Sprache aus. Darauf können wir Sie wirklich stolz sein. Hier macht Ihnen keiner was vor. Sehr geehrte Damen und Herren, wer hätte jemals gedacht, dass die zukunftspessimistischen Szenarien eines George Orwell jemals im wiedervereinigten Deutschland Realität werden? Noch dazu, dass Sie diese als geschlechtergerechte Sprache daherkommende Manipulation forcieren und die liberale FDP und die sozialdemokratisierte CDU dies geräuschlos mittragen. Wissen Sie nicht, dass Sprache dynamisch ist und sich selbst entwickelt? Es bedarf keiner staatlichen Eingriffe. Sprache ist Gemeingut. Schauen wir doch einmal, was staatliche Reglementierung zuletzt bewirkt hat. Denken Sie nur daran, dass Sie und Ihre Parteien es waren, die eine Rechtschreibreform einführten, die bei Schülern zu dramatisch verschlechterten Schreibleistungen führt. Und nun kommen Sie mit Gendersprache daher. Wissen Sie nicht oder wollen Sie nicht wissen, dass die gendergerechte Sprache auf einem Kardinalirrtum beruht? Das ist Ihr Kardinalfehler. Denn das grammatische Geschlecht, das Genus, hat mit dem natürlichen Geschlecht, dem Sexus, nicht viel zu tun. Jeder Sprachwissenschaftler weiß, dass es Begriffe gibt, die das Geschlecht bestimmen, wie Vater, Mutter, Stute oder Lehrerin. Es gibt aber auch welche, bei denen dies nicht eindeutig ist, wie Mensch, Pferd oder Doktor. Unsere schöne deutsche Sprache unterscheidet sich nämlich zwischen männlich, weiblich und sächlich. Das ist natürlich, nützlich und ein Wesensmerkmal. In keiner anderen Sprache finden sich so wertvolle Ausdrucksmöglichkeiten wie ein herrenloses Damenrad. Wie kulturfrei muss jemand sein, in so einer einfallsreichen Wortschöpfung einen Angriff auf das weibliche Geschlecht auszumachen? Doch für die Genderideologen ist das biologische Geschlecht nicht mehr ausschlaggebend. Diese oftmals radikalen Feministen befassen sich nur selten mit ihren eigenen fluiden Identitäten in ihren sogenannten Genderstudien und nennen das Wissenschaft. Das ist noch steigerungsfähig. Sie bestreiten vielfach biologische und humanmedizinische Fakten. Nebenbei, hier geht es nicht um Gendermedizin, bei der faktische biologische Unterschiede zwischen den Geschlechtern sinnvoll in die Forschung einfließen.
Sie glauben vielmehr, dass das Geschlecht vor allem ein soziales Konstrukt ist. Herr Dr. Grobe, warten Sie bitte einen Moment. Ich muss um ein bisschen mehr Ruhe im Plenarsaal bitten, um ein bisschen mehr Konzentration. Das Wort hat der Abg. Dr. Grobe. Bitte. Sie glauben vielmehr, dass das Geschlecht vor allem ein soziales Konstrukt sei. Ihnen geht es darum, das biologische Geschlecht zu überwinden. Bereits heute besetzen diese selbsternannten Forscher, wobei es sich mit über 90% weibliche handelt, rund 200 deutsche Genderprofessuren und Forschungseinrichtungen. Bei ihren Ergebnissen führt weniger Wissenschaft die Feder als nacktes feministisches Interesse. Schon deswegen ist es keine Wissenschaft, sondern eine politische Ideologie, die hier propagiert wird. Es geht nicht mehr um Erkenntnisgewinn und um wissenschaftliche Objektivität. Vielmehr ist das Gender-Mainstreaming zu einer dürftigen Ersatzreligion geworden, wobei Sprache zur Neukonstruktion der Gesellschaft Einsatz findet. Das ist das eigentliche Ziel. Den Gendermenschen geht es um die Zurückdrängung des angeblich übermächtigen Männlichen, im Berufsleben wie in der Sprache. Da steht ihnen unter anderem das generische Maskulinum im Weg. Und wo fängt man am leichtesten mit der Umsetzung an? In den Behörden und den Hochschulen. Denn diese sind zum Hort der Kulturmarxisten von Grün, Rot und Regenbogenfarben verkommen. Wenn Gender-Mainstreaming keine Ideologie, sondern Wissenschaft wäre, warum geht sie dann den Marsch durch die Institutionen? Stadtverwaltungen wie Bremen, Gießen, Hannover oder Augsburg haben sich bereits in vorauseilendem Gehorsam dem Sprachdiktat der moralinsauren Erziehungsmanipulatoren unterworfen. Sie halten sich nicht mehr an die Rechtschreibung, die weder ein Binnen-I noch einen Genderstern vorsieht. Sie, liebe Damen und Herren, schauen doch gern zu Ihrem Herrn Macron nach Frankreich, Ihrem Propheten. Dort hat der französische Premier Edouard Philippe seine Behörden und Ministerien angewiesen, die geschlechtergerechte Sprache ab dem Jahr 2017 nicht mehr anzuwenden. Und das, obwohl gerade die französische Grammatik und Semantik von einer Männerdominanz zeugt. Damit hat Philippe die französische Sprache vor dem ideologisch motivierten Missbrauch geschützt. Chapeau, sage ich. An Ihrer Stelle würde ich diesen Hort des Teufels von nun an meiden. Meiden müssten Sie auch Norwegen, obwohl es beim Gender Gap immer noch auf Platz 2 liegt. Warum? Weil Norwegen im Jahr 2011 bereits den Gender-Unsinn eingestellt hatte. Er ist nämlich mit der Lebenswirklichkeit der Menschen nicht im Einklang zu bringen. In deutschen Behörden und Institutionen wird aber munter weiter die deutsche Sprache exekutiert. Aus Fußgängern werden zu Fußgehende, aus Autofahrern Autofahrende. Allein die Veränderung des Begriffs Studentenwerk in Studierendenwerk kostet den Steuerzahler fast 1 Million €, und das nur in Berlin. Künftig soll es zudem keine Teilnehmerliste, sondern nur noch eine Teilnahmeliste geben, was etwas gänzlich anderes ist. Auch ist ein Wählerverzeichnis nicht das gleiche wie ein Wählendenverzeichnis. Wir können den Sozialdemokraten nur viel Glück auf ihrem Weg unter die 5%-Hürde wünschen und dass sie den Wählenden verzeihen mögen. Was Städte und Behörden aber nicht verstehen, ist, dass die Veränderung der deutschen Sprache nicht zu einer Besserstellung der Frau führt. Das Einzige, was Sie mit der Gender erreichen, ist Verdummung. Sie zwängen das Denken in ein Joch und nennen das Kultur. Das Behördendeutsch wird zudem noch unverständlicher, gerade für eine Personengruppe, die Ihnen doch so am Herzen liegt, die Migranten. Mit Gendersternchen und Binnen-I werden Sie sicherlich bei der Integration von patriarchalisch geprägten Personengruppen besonderen Erfolg haben. Gehen Sie einmal hin und erklären diesen Leuten, was Sie sich dabei gedacht haben, und lassen Sie sich nicht irritieren, wenn man Sie auslacht. Denken Sie daran, dass in wenigen Wochen über 59.000 Menschen in Deutschland sich bereits am Aufruf des Vereins Deutscher Sprache gegen den Gender-Unfug beteiligt haben. Halten wir es mit dem Linguisten Peter Eisenberg, der sagte, das Deutsche ist eine geschlechtergerechte Sprache. Machen wir den Unsinn in Hessen nicht weiter mit. Das spart Zeit, Kosten und Nerven. Und die Hessen danken es Ihnen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe. Nächste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist die Kollegin Gronemann. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen! Es wird Sie nicht überraschen, meine Fraktion wird diesen Antrag ablehnen, und ich könnte Ihnen auch in einem einzigen Satz sagen, warum. Wir werden die Hessische Landesregierung nicht dazu auffordern, gegen geltendes Gesetz zu verstoßen. Bezeichnend ist nämlich, dass Sie sich nicht einmal die Mühe gemacht haben, zu überprüfen, welche gesetzlichen Grundlagen denn eigentlich hier zugrunde liegen. Sonst wären Sie irgendwann einmal auf das Hessische Gleichberechtigungsgesetz gestoßen, das in § 1 Absatz 2 vorsieht, und ich zitiere, Rechts- und Verwaltungsvorschriften sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern sprachlich zum Ausdruck bringen. Das gilt auch für den dienstlichen Schriftverkehr. Zitat Ende. Darüber wird in diesem Antrag kein einziges Wort verloren. Damit suggerieren Sie, das Anwenden von geschlechtergerechter Sprache wäre eine Willkür, und Sie behaupten ja auch, es gäbe überhaupt keine Legitimation dafür. Wenn Sie ernsthaft der Meinung sind, dass die im Hessischen Landtag und durch gewählte Abgeordneten verabschiedeten Gesetze keine Legitimation für Richtlinien sind, dann frage ich mich, warum Sie eigentlich hier sitzen. Aber warum steht es in diesem Gesetz, oder warum gibt es das Gesetz überhaupt? Nun, vor 70 Jahren wurde ein kurzer, aber wesentlicher Satz in Artikel 3 des Grundgesetzes aufgenommen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. In 1994 wurde dieser erweitert um, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Um noch einmal kurz auf die Frage der Legitimation zurückzukommen, anscheinend ist der antragstellenden Fraktion ebenfalls entgangen, dass bei der Volksabstimmung über die Reform der Hessischen Verfassung im vergangenen Jahr fast 90% der Hessinnen sich dafür ausgesprochen haben, einen ähnlichen Passus in die Landesverfassung mit aufzunehmen. Seit 70 Jahren versuchen wir, die einen mehr, die anderen weniger, den Auftrag des Grundgesetzes zur Realität werden zu lassen. Das geschieht auf unterschiedlichen Ebenen und ja, auch in der Auseinandersetzung mit der sprachlichen Umsetzung. Sprache, meine Damen und Herren, Sprache hilft uns, Ideen und Gefühle auszudrücken. Sie dient dem Austausch von Informationen, und sie ist eines der Instrumente, die wir nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Wie unsere Gesellschaft auch, befindet sich Sprache immer in einem stetigen Wandel. Und dass wir erst seit relativ kurzer Zeit von Ärztinnen, Lehrerinnen oder Arbeiterinnen sprechen, liegt nämlich auch daran, dass viele Berufe für Frauen lange nicht zugänglich bzw. vom Einverständnis ihrer Ehemänner abhängig waren. Und zu behaupten, das generische Maskulinum wäre jahrelang gesellschaftlicher Konsens gewesen, verkennt den historischen Kontext und ist schlichtweg nicht richtig. Es hat lediglich die damaligen Verhältnisse widergespiegelt, und diese haben sich dank mutiger und engagierter Frauen, die diese Umstände nicht länger hinnehmen wollen, geändert. Daher ist es auch sinnig, dass sie das sprachlich abbildet und von Verwaltung, Behörden und von öffentlichen Einrichtungen umgesetzt wird. Und ja, Sie haben in der Antragsbegründung Bezug auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Oktober 2017 genommen. Und dieser war wichtig und wegweisend, da er erstmals anerkannt hat, dass Menschen, die sich weder dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zuordnen, durch den Artikel 3 des Grundgesetzes geschützt werden. Und daraus leitet sich für uns ein ganz klarer Auftrag ab. Wir müssen die Frage beantworten, wie wir diesem Schutz tatsächlich gerecht werden können.
und meine Damen und Herren von der AfD, dass Sie diesen so wichtigen Beschluss jetzt für Ihre Argumentation für die Rückkehr zum allgemeinen Mitgemeinsein ausnutzen, lasse ich Ihnen nicht einfach so durchgehen. Schließlich war es die Co-Vorsitzende Ihrer Bundestagsfraktion, die das Bundesverfassungsgericht für dieses Urteil angegriffen hat, und es waren Ihre Parteifreundinnen und Freunde, die daraufhin in Pressemitteilungen und in den sozialen Netzwerken intersexuelle Menschen diffamiert haben. Und ich werde Ihnen explizit nicht den Gefallen tun, hier Zitate zu nennen. Feindlichkeit gegenüber intersexuellen Menschen ist Feindlichkeit gegenüber Menschen. Eine Beleidigung ist eine Beleidigung. Wir erleben ja immer wieder, wie die Debatte über die Rechte von geschlechtlichen Minderheiten auf Unisex-Toiletten reduziert wird, um diese ins Lächerliche zu ziehen und ad absurdum zu führen. Und ich muss zugeben, das ist ein effektives Mittel, denn so wird unterschlagen, dass es um Wesentliches geht, um Repräsentanz, um gesellschaftliche Teilhabe, um Menschenrechte. Und wenn Sie nicht wissen, was es bedeutet, um es mit Caroline Emkes Worten zu sagen, den Nichtzugehörigen unserer Gesellschaft zugehörig zu sein, wenn Sie nicht wissen, wie schmerzhaft es sein kann, seine Existenz abgesprochen zu bekommen, wenn Sie nicht wissen, wie es sich anfühlt, unsichtbar zu sein, dann ist das schön für Sie, es ist aber auch Ihr Privileg. Und dies gilt es, sich bewusst zu machen. Und wenn Sie das tun, reichen Sätze wie geschlechtergerechte Sprache lehne ich ab, denn es stört meinen Lesefluss nicht mehr als triftiges Argument. Meine Partei hat für sich beschlossen, das Gender-Sternchen zu benutzen, weil wir eben alle Menschen ansprechen wollen. Ich selbst versuche das seit einigen Jahren konsequent zu nutzen. Ob es der Weisheit letzter Schluss ist, das bleibt abzuwarten. Aber das Gender-Sternchen ist bisher einer der wenigen Versuche, geschlechtliche Minderheiten in unserer Sprache sichtbar zu machen. Unsere Sprache wird sich auch weiterhin immer wieder ändern. Sie selbst liefern ja auch das beste Beispiel dafür. Wenn Sie davon schreiben, dass Sie zurück zur Sprache von Goethe und Schiller wollen, kommt in mir der Verdacht auf, dass Sie die Werke überhaupt nicht gelesen haben. Sonst wüssten Sie. Sonst wüssten Sie, dass das Zurückdrehen von über 200 Jahren Sprachentwicklung ein weitaus massiver Eingriff ist, als geschlechtergerechte Sprache anzuwenden. Aber wer Goethe will, soll Goethe bekommen. Ein jeder, weil er spricht, glaubt auch, über Sprache sprechen zu können, schrieb der Dichter, und er hat es sicher nicht anerkennend gemeint. Abschließend erlaube ich mir noch eine Bemerkung. Ich finde nicht, dass gerade die Partei, die immer wieder Minderheiten verbal attackiert und Gebrauch eines Vokabulars macht, das vor Menschenverachtung nur so strotzt, in der Position ist, sich ein Urteil darüber erlauben zu können, was in der deutschen Sprache erlaubt sein soll und was nicht. Vielen Dank. Das war die erste Rede der Kollegin Gronemann. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Nächste Rednerin ist die Kollegin Funken für die Fraktion der CDU. Verehrte Frau Funken, auch Sie haben 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wissen Sie eigentlich, was der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen ist? Jeder Mensch, jede Frau
und jeder Mann wird von einer Frau geboren. Sie, ich, wir alle. Das ist Realität weltweit und immer. Und fragen Sie doch einmal Ihr näheres Umfeld, wer die wichtigste Person in Ihrem Leben ist oder war. Die meisten werden antworten, Ihre Mutter. Sie merken also, wie stark verankert die Frau, die Mutter, das weibliche Geschlecht ist, auch bei Ihnen. Die Frage ist jetzt, wie wir diese Tatsache in unserer Sprache würdigen. Die Antwort ist klar, in einer angemessenen und umsetzbaren Art. Meine Damen und Herren, die schwarz-grüne Landesregierung betreibt ein ganzes Spektrum an Initiativen und Projekten, um Frauen in unserer Gesellschaft angemessen zu fördern. Und ich denke, da stehen wir alle auch dahinter. Heute stellen wir uns jedoch die Frage, inwiefern Gleichstellung auch in der Amtssprache praktiziert werden kann. Im Hessischen Gleichberechtigungsgesetz heißt es unter § 1, Rechts- und Verwaltungsvorschriften sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern sprachlich zum Ausdruck bringen. Es ist dabei aber zentral, dass insbesondere behördliche Dokumente und Gesetze für jeden lesbar und unkompliziert sind. Es ist Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Verwaltungsdokumente, Gesetze, Verordnungen und sonstige Veröffentlichungen für Bürgerinnen und Bürger klar verständlich sind. Ich denke, auch hier können wir alle zustimmen. Was wollen wir also nicht? Wir wollen nicht alles noch komplizierter machen, als es schon ist. Dies sorgt nur dafür, dass Inhalte für Menschen schwieriger nachvollziehbar sind, und das kann nicht Ziel einer demokratischen Regierung sein. Wortkonstruktionen mit Sternchen, Unterstrichen, Großbuchstaben, Klicklauten, Pausen oder anderen Verkomplizierungen in der Wortmitte, die feminine und maskuline Form gleichzeitig abbilden wollen, hemmen den Lesefluss, verwirren den Leser und lenken von den eigentlichen zentralen Inhalten ab. Was ist also der beste Weg? Wir setzen uns für zwei Möglichkeiten ein, die sowohl den Gleichstellungsauftrag erfüllen als auch die Verständlichkeit und Lesbarkeit der Sprache erhalten. Dies ist zum einen die Verwendung eines Hinweises, neudeutsch auch gesagt, Disclaimers, durch welchen darauf hingewiesen wird, dass in dem jeweiligen vorliegenden Dokument die zur besseren Lesbarkeit bei der Nutzung der maskulinen Form auch die weibliche Form gemeint ist oder natürlich auch umgekehrt. Diese Methode wird bereits in vielen Veröffentlichungen erfolgreich genutzt. Auch Verlage und Medien verwenden diese Variante bereits häufig. Auch der Antragsteller bedient sich auf seiner Homepage eines solchen Hinweises. Er schreibt z.B. in einer Stellenausschreibung die Bezeichnung Pressereferent und gibt in Klammern den Hinweis, gleich welches Geschlecht. Weil wir es müssen, gesetzlich. Ja. Als zweites unterstützen wir die Nennung der männlichen und weiblichen Formen, wie beispielsweise Bürgerinnen und Bürger, das heißt unter Beibehaltung der bestehenden Regeln der deutschen Rechtschreibung ohne Schaffung abstrakter Konstrukte mit Sonderzeichen. Konstruktionen wie Bürger, Sternchen innen sind unpraktikabel. Einerseits verursachen sie Schwierigkeiten bei der Lesbarkeit des geschriebenen Wortes, andererseits verursachen sie beim gesprochenen Wort neue Ungleichheiten, denn man hört nur die weibliche Form. Weitere Deformationen der deutschen Sprache, wie die Einbeziehung weiterer Geschlechter oder die Anpassung historischer Texte an eine vermeintlich geschlechtergerechte Sprache, lehnen wir ab. Applaus
Sprache ist eben mehr als eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Sie ist Gefühl, Emotion und Ausdruck. Was ist also wichtig? Wir müssen die Balance finden zwischen unseren definierten Zielen und der Belastung, die solche Maßnahmen für unsere Kommunikation, für die Menschen und ihren Alltag darstellen. In diesem Sinne sprechen wir uns auch gegen eine Abschaffung von feststehenden Ausdrücken wie Vaterland oder Mannschaft aus. Diese Begriffe sind sprachlich über lange Zeit gewachsen und sind in ihrer Bedeutung längst von physischem Geschlecht getrennt zu sehen. Meine Damen und Herren, die Menschheit hat sich die Sprache gegeben, lange bevor es Reich, Nationen oder gar demokratische Staaten gab. Sprache entwickelt sich und passt sich an. Sie ist Ausdruck des Zeitgeistes und unterliegt einem steten Wandel. Dies zeigt sich schon im Alltag, beispielsweise, wenn wir davon sprechen, einen Beitrag zu posten oder eine Nachricht zu WhatsAppen. Der Staat soll daher so wenig wie möglich in den Sprachgebrauch der Bürgerinnen und Bürger eingreifen. Mit den genannten Varianten halten wir die Einflussnahme auf einem verträglichen Mindestmaß und geben Frauen und Mädchen gleichzeitig die Anerkennung, die sie verdienen. Das Hessische Gleichberechtigungsgesetz und die erst kürzlich erfolgte Verfassungsreform, durch welche die Gleichberechtigung von Mann und Frau untrennbar mit unseren Staatszielen verknüpft wurden, zeigen, dass es für den Antrag der AfD aktuell keine Grundlage gibt. Wiedermals vergeudet die AfD die Zeit dieses Parlaments, indem sie versucht, ein Problem herbeizureden und Sachverhalte emotional zuzuspitzen. Wir sind hier weder der Retter der deutschen Sprache, noch leisten Sie mit Ihrem Antrag irgendetwas für Frauen oder Männer in unserer Gesellschaft. An dieser Stelle hätte ich mir lieber eine konstruktive Debatte über ein wichtiges Thema gewünscht, z.B. die Beseitigung der Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen. Meine Damen und Herren, ich halte abschließend fest, die schwarz-grüne Landesregierung ergreift bereits alle notwendigen Schritte, um Gleichstellung und den Erhalt der deutschen Sprache gleichermaßen zu würdigen. Für Anträge wie den der AfD besteht in Hessen kein Bedarf. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Frau Kollegin Funken. Auch bei Ihnen war das die erste Rede hier im Hessischen Landtag. Wir gratulieren sehr herzlich. Damit komme ich zum nächsten Redner, und das ist der Kollege Lenders. Bei ihm definitiv nicht die erste Rede, aber trotzdem auch bei ihm nur 10 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Kollegin, Frau Dr. Grobe. Meine Damen und Herren, Sprache, wann und wie sie verletzend auf jemanden wirkt, ist sehr individuell. Sie kann ausgrenzen, sie kann verletzend sein. Aber, meine Kollegen von der AfD, genau das, was ich Ihnen jetzt so gerade am Anfang mal angerissen habe, haben viele Frauen über Jahrzehnte mitmachen müssen, dass sie sich in der männlichen Form angesprochen wurden und selber doch als Frau damit überhaupt nicht mehr haben identifizieren können. Das muss man doch irgendwann mal auch zur Kenntnis nehmen. Meine Damen und Herren, laut Antrag der AfD sollen wir zur normalen Sprache Goethes und Schillers zurückkehren. Als ich das gelesen habe, fiel mir spontan auch ein Goethe-Zitat ein.
dienen lerne beizeiten das Weib nach ihrer Bestimmung. Denn durch Dienen alleine gelangt sie endlich zum Herrschen, zu der verdienten Gewalt, die doch ihr im Hause gehört. Wahrscheinlich hat die AfD genau dieses Zitat im Kopf gehabt, weil es so perfekt zu ihrem Antrag passt und im Grunde genau das widerspiegelt, was sie als gesellschaftliche Vorstellung eines Familienbildes haben. Meine Damen und Herren, Sprache ist immer ein Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen. Sie ist dynamisch, sie entwickelt sich weiter. Und, meine Damen und Herren, deshalb ist es folgerichtig, dass Sprache die Realität widerspiegelt, dass sich in unserem heutigen Sprachgebrauch die Gleichberechtigung der Geschlechter widerspiegelt, seit ungefähr 30 Jahren. Wenn Sie dieses Rad zurückdrehen wollen, meine Damen und Herren von der AfD, dann passt es natürlich folgerichtig zu Ihrem Familienbild. Ein Familienbild, das in Stein gemeißelt ist und in dem liberale Errungenschaften wie die gleichgeschlechtliche Ehe natürlich keinen Platz findet. Wer eine alte Sprache verlangt, der verlangt auch ein altes Gesellschaftsbild. Natürlich gibt es, keine Frage, auch sprachliche Verrenkungen, bei denen man sich wirklich überlegen muss, ob sie nicht besser unterlassen werden. Natürlich gibt es die Diskussion über divers, über den Sternchen, über die Sternchen. Sprache muss lesbar bleiben, sie muss erkennbar bleiben. Meine Damen und Herren, und immer wenn man, umso mehr man versucht, mit der Sprache allem gerecht zu werden, muss man aufpassen, dass man nicht wieder andere Gruppen ausgrenzt. Alleine bei der Frage Mann, Frau, was ist mit vielen transsexuellen Menschen, die sich vielleicht da nicht von angesprochen fühlen? Und ich kann Ihnen sagen, dass selbst in den Kreisen von transsexuellen Menschen das eine nicht abgeschlossene Diskussion ist, wie man damit umgehen soll. Aber dies alles beachtet und beurteilt für den deutschen Sprachraum der Rat für deutsche Rechtschreibung als zwischenstaatliches Gremium. Er ist die maßgebliche Instanz in Fragen der deutschen Rechtschreibung, damit die Rechtschreibung gewährleistet bleibt. Dass die Schulen, die Verwaltung und die Rechtspflege im deutschsprachigen Raum eine einheitliche und verständliche Rechtschreibung praktizieren. Dieser Rat hat sich erst vor wenigen Monaten im November letzten Jahres zur gleichgerechtlichen Sprache geäußert. Er stellt fest, dass der gesellschaftliche Diskurs über die angemessene Bezeichnung der verschiedenen Geschlechter sehr kontrovers verläuft, dass aber jeder Mensch das Recht auf eine angemessene sprachliche Beziehung hat, auch in der geschriebenen Sprache. Gleichzeitig definiert der Rat, welche Anforderungen an die Texte gestellt werden. Sie müssen unter anderem sachlich korrekt und eindeutig, dabei verständlich und lesbar, aber auch vorlesbar sein. Diese pragmatische, vernünftige Haltung zur gendergerechten Sprache schließen wir uns als Freie Demokraten an. Meine Damen und Herren, Sprache ist in erster Linie ein Mittel zur Verständigung und sollte verständlich bleiben. Wenn wir heute beispielsweise von Bürgerinnen und Bürgern sprechen, dann ist das verständlich und spiegelt unsere Geisteshaltung wider. Das ist eben kein Firlefanz, sondern bringt Anerkennung und Respekt zum Ausdruck. Nach unserer Auffassung sollte, soweit es die Verständlichkeit nicht beeinträchtigt, die verschiedenen Identitäten, so wie es sie gibt, mit einbezogen werden als Ausdruck des Respekts. Das ist für uns ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Was vergibt man sich eigentlich dabei, Studenten auch in ihrer weiblichen Form oder ganz neutral als Studierende zu bezeichnen? Wo ist denn hier das Problem, meine Damen und Herren? Ich kann da keins erkennen. Und warum beschweren Sie sich darüber? Und warum beschweren Sie sich darüber, dass die gegenderte Sprache nie konsequent umgesetzt wird? Die Gegenfrage, muss man es denn erzwingen?
Gibt es nur schwarz oder weiß? Oder gibt es nicht auch einen vernünftigen Mittelweg, der die gegenderte Sprache dort umsetzt, wo es ohne sprachliche Verrenkungen, unter denen die Verständlichkeit leidet, möglich ist? Unser Mittelweg ist der vernünftige, der praktikable. Wortgetüme, die Sie so gerne zitieren, entstehen und verschwinden auch wieder oder halten sich doch dann am Ende in einzelnen speziellen kleinen Sprachnischen. Das ist eine ganz normale Entwicklung, der einen gelegentlich überrascht und vielleicht schmunzeln lässt, solange die Verständlichkeit von Texten nicht darunter leidet. Sollte Sprache nach unserer Auffassung so eingesetzt werden, dass sie nicht diskriminierend wirkt und einen vernünftigen Beitrag dazu leistet, die Vielfalt unserer Gesellschaft abzubilden. Meine Damen und Herren, wer die deutsche Sprache für rein politische Schaukämpfe missbraucht, hat nach unserer Auffassung die geschichtliche Entwicklung der letzten 100 Jahre einfach nicht verstanden. Es wird Sie deshalb wenig verwundern, dass wir dem Antrag der AfD nicht zustimmen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Lisa Gnadl für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich zitiere: Steh und trutze mir durch deine unerträgliche Gegenwart, gefangen im unwiederbringlichen Elend, bösen Geistern übergeben und der richtenden, gefühllosen Menschheit. Und mich wiegst du indes in abgeschmackten Zerstreuungen, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer und lässest sie hilflos verderben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Zitat aus Goethes Faust. Ich fände es doch sehr irritierend, wenn im Jahr 2019 die Hessische Landesregierung auf Anfragen der Parlamentarier sprachlich in diesem Duktus antworten würde. Das Beispiel zeigt doch, Sprache entwickelt sich. Und ich weiß, das wird Sie auf den Bänken der AfD jetzt schockieren. Sie entwickelt sich auch heute noch weiter. Mir war bewusst, dass Sie von der AfD familienpolitisch gerne einen Ausflug in die 50er Jahre unternehmen und andere Ihrer politischen Haltungen, Ihrer Partei, gehen sogar in die 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Dass Sie aber sprachlich ins 18. und 19. Jahrhundert von Schiller und Goethe zurück wollen, das hat mich doch überrascht. Schließlich begründet das Lebenswerk von Goethe und Schiller die literarische Epoche von Sturm und Drang, eine Zeit, in der die junge Generation sich zunehmend kritisch mit den alten Werten auseinandersetzte und den Beginn des Wegs in die Moderne begründete. Sprache ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und unserer Kultur. Und genauso wie sich unsere Gesellschaft und unsere Kultur weiterentwickelt, so entwickelt sich auch unsere Sprache weiter. Und genau das, meine sehr verehrten Damen und Herren, genau das ist doch der eigentliche Hintergrund, der hinter diesem Antrag der AfD steht. Sie haben ein Problem damit, dass sich Gesellschaft weiterentwickelt, dass sich Kultur verändert. Sie haben ein Problem damit, dass sich Frauen nicht mehr im Dreieck Kinder, Küche, Kirche bewegen. Sie sträuben sich gegen alles, worin sich dieser gesellschaftliche Wandel manifestiert, sei es etwa in den Lehrplänen der Schulen oder eben im Sprachgebrauch.
Deswegen konzentrieren Sie sich ja auch in Ihrer Politik fast ausschließlich auf die Bereiche Familie, Migration und Globalisierung, während Sie bei anderen Sachthemen wie der Digitalisierung oder der Steuer- und Rentenpolitik konzeptlos sind und ins Stammeln geraten. Genau das konnten wir ja im letzten Sommerinterview Ihres Parteivorsitzenden genauestens beobachten. Die AfD ist und bleibt eben die Partei der Modernisierungsverweigerung. Allein Ihr Antrag ist schon widersprüchlich. Denn einerseits fordern Sie, dass der Landtag von ihm selbst beschlossene Regelungen aufhebt. Auf der anderen Seite behaupten Sie in Ihrer Begründung, es seien Regelungen ohne Legitimation. Des Weiteren behaupten Sie, die Regelungen seien ohne gesellschaftliche Debatte entstanden. Gleichzeitig weisen Sie in Ihrer Begründung darauf hin, dass es eben diese gesellschaftliche Debatte schon über 30 Jahren geführt wird. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, angesichts dieser Widersprüchlichkeit ist es wirklich eine Höchststrafe, heute hier zu diesem Thema reden zu müssen. Meine sehr verehrten, ich weiß, es fällt Ihnen schwer, von Seiten der AfD zuzuhören, aber das müssen Sie eben jetzt auch. Sprache ist kein Denkmal, sondern veränderbar und der Inbegriff eines lebendigen Prozesses. Es haben sich schon immer Grammatik, Rechtschreibung und Wörter verändert. Die Sprache bildet stets wie ein Spiegel den Entwicklungszustand einer Kultur ab. Bleibt die Sprache stecken, bleibt auch die Entwicklung stecken. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, das wollen wir nicht. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten anlässlich des 100-jährigen Frauenwahlrechts, des Internationalen Frauentags, des Equal Pay Days oder des Girls Days viel über Gleichberechtigung debattiert, darüber, was schon erreicht wurde und darüber, wo es noch Ungleichheiten gibt. Und diese effektive Gleichstellung bzw. das Ziel, eben diese Gleichberechtigung zu erreichen, das muss sich eben auch im Sprachgebrauch widerspiegeln. Und da kann man es sich natürlich leicht machen und sagen, dass das grammatikalische Maskulinum der Leichtigkeitshalber die Frauen mit einschließt. Es gibt jedoch genügend auch empirische Untersuchungen, die belegen, dass eben mit der maskulinen Personenbezeichnung nicht automatisch das weibliche Geschlecht mitgedacht wird. Und warum? Weil eben die Bilder im Kopf entstehen durch das gesprochene Wort. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass durch das generische Maskulinum nur das Bild einer männlichen Person im Kopf entsteht. Die Sprachwissenschaft hat gezeigt, dass beispielsweise bei den Begriffen Pilot, Tourist, Verkäufer, Student nicht auch eben das Bild einer Frau mitgedacht wird, sondern eben nur das Bild eines Mannes. Und deswegen ist es eben problematisch, wenn wir nur von einem Chirurgen sprechen, vom Chef, vom Professor, nicht aber eben auch von der Chirurgin, der Chefin oder der Professorin, gerade bei unseren Kindern, deren Weltbild und Selbstbild von der Sprache geprägt wird, finde ich, ist es unerlässlich. Oder, Frau Abgeordnete Lamprou, fühlen Sie sich von der weiblichen Anrede denn angesprochen? Jetzt kann man natürlich kritisieren, dass das möglicherweise alles nicht konsequent genug angewandt wird. Und wenn es Ihnen hilft, dann werde ich auch in Zukunft nicht nur von der Rechtsabbiegerspur, sondern auch von der Rechtsabbiegerinnenspur sprechen, wobei mir persönlich ehrlich gesagt Linksabbiegerinnen und Linksabbieger lieber wären. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht weder darum, die grammatikalischen Geschlechter der deutschen Sprache aufzulösen, noch den Versuch, eben Gleichstellung in der Sprache abzubilden, ins Kuriose zu überdrehen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind eben jetzt heute auch über die Entwicklung der 70er und 80er Jahre hinaus, wo es eben nur um die Diskussion um die männliche und weibliche Bezeichnung geht. Es gibt eben Menschen, die sich nicht in eine dieser beiden Kategorien einsortieren lassen oder einsortieren lassen wollen. Und das stellt uns eben
auch sprachlich vor neue Herausforderungen. Und deshalb finde ich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem eben das Urteil beschreibt, dass die fehlende Möglichkeit für eine dritte Option im Personenstandsrecht neben männlich und weiblich grundgesetzwidrig war und die Grundrechte der Betroffenen verletzt hat, ein sehr wegweisendes Urteil, das wir eben auch anerkennen und umsetzen sollten und müssen. Und das Urteil zeigt, ja, unsere Welt ist komplex, und das mag Sie möglicherweise überfordern. Ich weiß, Sie hätten es gerne einfach. Die Frau macht den Haushalt, und im Zweifel sind sowieso alle Ausländerinnen und Ausländer an allem schuld. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Welt ist eben komplexer, als wie Sie sie beschreiben. Sie haben in Ihrer Antragsbegründung Monika Maron zitiert. Ich nehme mir daher die Freiheit, abschließend den Autoren Till Reiter zu zitieren, der im SZ-Magazin sehr pointiert zusammengefasst hat, um was es eigentlich geht, und dazu das Wort Unfug in seiner ganz ursprünglichen Bedeutung nimmt, nämlich, dass etwas aus den Fugen gerät. Ich zitiere: Der Versuch, Sprache davor zu schützen, dass sie sich verändert, entspringt nicht der Liebe zur Sprache, wie Ihre Vereins-Meier-Sternchen-Innen glauben machen wollen, sondern der Liebe zum Hergebrachten, zum immer so Gewesenen. Es ist kein Obrigkeitsakt, wenn eine Behörde beschließt, in Zukunft nicht nur generisch Männer anzusprechen. Die Behörde reagiert damit auf eine bereits stattfindende Veränderung der Sprache. Sie bildet soziale und politische Realität ab. Die UnterzeichnerInnen von Sprachstillstandspetitionen aber fürchten sich buchstäblich vor dem Unfug, also davor, dass die Dinge aus den Fugen geraten. Sie fürchten sich davor, dass Menschen sich nicht mehr fügen, z.B. darin, nicht genannt oder nicht angesprochen zu werden. Sie fürchten sich davor, dass nicht nur die Sprache, sondern die Welt aus den Fugen gerät, ihre vertraute Welt, in der alles an seinem Ort ist, in der immer die oben sind, die immer schon oben waren, und die draußen, die immer schon unten waren. Von diesem Unfug kann es daher gern mehr geben. Herzlichen Dank. Danke schön, Frau Kollegin Gnadl. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE, 10 Minuten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte auch noch einmal betonen, Sprache bildet gesellschaftliche Wirklichkeit ab, ist zugleich damit Teil dieser gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und als solche ist sie einem ständigen Wandel unterworfen. Und sie muss selbstverständlich die Erfolge des jahrzehntelangen feministischen Kampfes um Gleichberechtigung abbilden. Sprache erzeugt Bilder im Kopf. Wenn in einem Text nur männliche Formen vorkommen, dann entsteht der Eindruck, dass es nur um Männer geht und nicht auch um Gewerkschafterinnen, Politikerinnen, Arbeitnehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen. Es geht nicht um korrekte Sprache, sondern um geschlechtergerechte Sprache und schlussendlich darum, ob wir Frauen und Männer in der Vielfalt ihrer Arbeits- und Lebenswelten ansprechen und erreichen. Hierbei geht es vor allem auch darum, Frauen in der Sprache sichtbar zu machen und ihnen so zu angemessener Repräsentation in der verbalen Kommunikation zu verhelfen. Wir wollen geschlechtergerechte Sprache. Wir bemühen uns um Sprache, in der wir von mehr als nur Männern explizit sprechen. Und mit wir meine ich, da bin ich sicher, die ganz, ganz große Mehrheit in diesem Haus. Applaus
Meine Herren von der AfD und damit, Frau Papst-Dippel, sind Sie in der Logik Ihrer Sprache mitgemeint. Sie wollen das nicht. Wobei ich Ihnen zugestehe, dass Sie Frauen nicht nur in der Sprache unterdrücken wollen, sondern auch wieder in längst überwundene Rollenmodelle des letzten Jahrtausends zurückdrängen. Das ist der Kern Ihres verkehrten Menschenbildes. Ich will mich heute gar nicht darüber auslassen, welche guten oder auch eher umständlichen Lösungsmöglichkeiten wir damit diskutieren. Ich will vielmehr über den gesellschaftlichen Rollback, den die AfD versucht, hier reden. Ich habe in meiner Schulzeit noch in meinem Schulbuch gelesen, der Mann liest die Zeitung, die Frau liest Erbsen. Weil es Frauen gab, die das beanstandet haben, die zusammen mit solidarischen Männern dagegen gekämpft haben, sind solche Sätze verschwunden. Und genau das will die AfD rückgängig machen. Politische und administrative Entscheidungen können Männer und Frauen sehr unterschiedlich treffen. Deshalb hat die Weltfrauenkonferenz in Peking bereits 1995 Gender Mainstreaming als eigenständige Strategie festgelegt. Die AfD aber wähnt hinter dem längst etablierten Instrument des Gender Mainstreamings das Ziel, die traditionelle Familie zu zerstören. Solche Bestrebungen seien, Zitat, Genderwahn oder, wenn ich im PGF der AfD zitiere, Genderwahn und Gleichmachung von Geschlechtern unter einem ideologisch verbrämten Etikett, wie es in einer Pressemitteilung der hessischen AfD heißt. Wenn in Kita und Schule Genderaspekte berücksichtigt werden, fürchtet die AfD eine Konfrontation von Kleinstkindern mit sexuellen Methoden und Praktiken. Dass sich die AfD gern über geschlechtergerechte Sprache in Dokumenten und Beschlüssen lustig macht, mag dem einen oder anderen nicht so wichtig erscheinen. Sprache drückt aber eine innere Haltung aus und entfaltet reale Wirkung. Vorherrschend bei der AfD ist das Bild der zweigeschlechtlichen Kleinfamilie als Keimzelle der Gesellschaft mit klassischer Rollenverteilung. Abtreibung, Quotenregelung, homosexuelle Lebensweisen, das alles wird bekämpft. Nein. Hinter diesem Familienbild versteckt sich ein verstaubtes, urkonservatives und antifeministisches Frauenbild. Dabei ist die AfD zugegebenermaßen nicht allein. Ich erinnere nur an die frühere aus Hessen CDU kommenden Familienministerin Christina Schröder. Auch sie hat ein ähnlich konservatives neoliberales Frauenbild vertreten. Es ist also noch ein weiter Weg, bis dieses konservative Frauenbild aus den Köpfen verschwunden ist. Und dafür müssen wir streiten, dass die realen Bedingungen der Geschlechtergerechtigkeit endlich erreicht werden. Die Schritte weg von der traditionellen Kleinfamilie mit berufstätigem Mann dürfen nicht durch Doppel- und Überlastungen berufstätiger Frauen gefährdet werden. Hinzu kommt das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen. Das alles führt zu neuen Ungleichheiten. Wir setzen uns für ein selbstbestimmtes, solidarisches Leben ein, in dem Erwerbsarbeit, Familienarbeit, gesellschaftliches und politisches Engagement für Männer und Frauen miteinander vereinbar werden. Wir treten dafür ein, die Sozialsicherungssysteme, die Gestaltung der Arbeitswelt, das Angebot an öffentlichen Dienstleistungen und die Rahmenbedingungen für die politische Beteiligung in Wirtschaft und Politik so zu verändern, dass Benachteiligungen vor allem von Frauen beseitigt werden. Das heißt eben auch, dass alle politischen Entscheidungen und Vorschläge systematisch danach beurteilt werden müssen, welche Auswirkungen sie auf Frauen und auf Männer haben. Das, meine Herren von der AfD, ist für Sie alles Teufelzeug.
Aber Sie werden uns nicht aufhalten. Im Gegenteil, wir werden Ihren Kultur-Rollback verhindern. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilkenjes. Hätte, wenn mir es angekündigt, dass, es die, dass der Wunsch besteht, die AfD noch eine Möglichkeit von 42 Sekunden. Herr Kahnt, wollen Sie die noch nutzen, die 42 Sekunden? Dann haben Sie das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Frau Grohnemann, ich möchte Sie jetzt nicht gendergerecht ansprechen als Herr Krone-Frau. Und noch ein kleiner Hinweis. Selbstverständlich ist das Strafgesetzbuch, wie auch das bürgerliche Gesetzbuch, kennt keine Straftäterin, auch keine Gläubigerin. Also, ich glaube, wir können heute eine schöne Erkenntnis aus dieser Gender-Debatte eigentlich ziehen. Die Lage, meine Damen und Herren, ist hoffnungslos, aber keineswegs ernst. Anders ausgedrückt, alles Schöne kommt danach. Und zuvor ist Leiden angesagt. Nachdem gerade Goethe zitiert worden ist, möchte ich ganz gerne auch zwei Zitate anbringen. Der schrecklichste aller Schrecken, das ist der Mensch in seinem Genderwahn. Oder noch ein Zitat aus Goethe. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kahnt. Bei der Ankündigung zweier Zitate hatte ich schon ein bisschen Furcht. Aber Sie haben dann doch eine Punktlandung hinbekommen. Und wir kommen zur Landesregierung. Ich darf für die Landesregierung erteilen, Herrn Staatsminister das Wort erteilen, Herrn Staatsminister Klose. Bitte schön, Herr Klose. Herr Präsident, liebe KollegInnen, liebe BesucherInnen, liebe JournalistInnen! Ich freue mich als Gleichstellungsminister, aber ausdrücklich auch als Deutschlehrer im Rahmen des Allernötigsten heute die Position der Landesregierung darstellen zu dürfen. Auf die vorhin verwendete Bedeutung des Begriffs Kulturfreiheit will ich allerdings nicht mehr eingehen. Das wurde wirklich eindrücklich vorgeführt. Meine Damen und Herren, der Hessische Landtag hat bei der Novellierung zum Hessischen Gleichberechtigungsgesetz im Jahr 2015 beschlossen, dass dessen § 1 um folgende Regelung ergänzt wird. Ich darf zitieren. Rechts- und Verwaltungsvorschriften sollen die Gleichstellung von Frauen und Männern sprachlich zum Ausdruck bringen. Dies gilt auch für den dienstlichen Schriftverkehr. Zitat Ende. Diese gesetzliche Regelung gilt selbstverständlich für die gesamte hessische Landesverwaltung. Wenn die antragstellende Fraktion daran etwas ändern will, dann muss sie sich schon wenigstens die Mühe unterziehen, eine ordentliche Gesetzesänderung zu beantragen. Ein Vierzeiler tut es da jedenfalls nicht. Ich darf zusätzlich auf die Begründung des soeben zitierten Gesetzentwurfs verweisen. Darin hieß es, ich zitiere, eben zitierter Absatz 2 bezieht sich auf die Amts- und Rechtssprache, die traditionell durch maskuline Personenbezeichnungen geprägt ist und in der Frauen nur mitgemeint sind. Auch wenn die redaktionellen Richtlinien für die Gestaltung von Rechtsvorschriften bereits jetzt vorsehen, dass Vorschriften so gefasst werden sollen, dass grundsätzlich eine geschlechtsneutrale oder die feminine und maskuline Form einer Personenbezeichnung verwendet wird, wird die geschlechtergerechte Ausdrucksform in der Vorschriftensprache und im dienstlichen Schriftverkehr noch nicht flächendeckend praktiziert. § 1 Absatz 2 soll die geschlechtergerechte Ausdrucksform deshalb weiter in der Amts- und Rechtssprache verankern. Das war der Wille des Hessischen Landtags in der letzten Legislaturperiode. So hat er seinen Antrag begründet. Genauso ist es. Und diese Intention des Gesetzgebers, oder sollte ich sagen, der GesetzgeberInnen von 2015, teilt die Landesregierung ausdrücklich. Denn Sprache, prägt Bewusstsein. Und eine geschlechtergerechte Sprache leistet einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung, und genau deshalb fördern wir sie.
Meine Damen und Herren, der Rat für deutsche Rechtschreibung konnte in seiner Sitzung im November 2018 noch keine abschließenden Empfehlungen zur Verwendung geschlechtergerechter Sprache geben. Er stellt jedoch nicht infrage, dass diese sprachliche Anerkennung wichtig ist. Offen ließ der Rat lediglich die Frage, wie sie herzustellen ist. Das zeigt, die tatsächliche Herstellung von Gleichberechtigung beinhaltet eben auch die sprachliche Gleichbehandlung. Ich wiederhole mich. Sprache prägt Bewusstsein, und mitgemeint ist nicht gleichberechtigt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit sind wir am Ende der Beratung des Tagesordnungspunktes 40, Drucksache 20-376. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Ich gehe davon aus, dass wir den Antrag in den Hauptausschuss verweisen. Ist das richtig? Wollt ihr gleich abstimmen? Dann lassen wir den gleich abstimmen. Wer für die Annahme des Antrags. Bitte schön, Herr Lambrou. Es wird beantragt von Herrn Lambrou, dass er in den Ausschuss geht. Was wollt er denn jetzt? Das heißt, also die Mehr. Herr Lambrou, soll ich Ihren Antrag, dass ein Ausschuss geht, abstimmen lassen, oder sehen Sie, dass Sie keine Mehrheit haben? Sie bestehen daraus, dann lasse ich das, dann lasse ich erst einmal abstimmen, ob der Antrag in den Hauptausschuss verwiesen werden soll oder ob er hier direkt abgestimmt werden soll. Wer dafür ist, dass der. Was denn, Jürgen Lenders? Ach so, ich muss euch ja freischalten. Entschuldigung, ich bin ja gar nicht mehr hier in dem. Jetzt geht's, Herr Präsident. Ich will nur sagen, es ist bisher wirklich Regel in diesem Hause, dass die antragstellende Fraktion bestimmt, was mit dem Antrag passiert. Es hat vorher im Ältestenrat haben wir größere Diskussionen gehabt, wo und in welchem Ausschuss der Antrag behandelt werden soll. Da haben sich die parlamentarischen Geschäftsführer nachher darauf verständigt, dass das nur in den Hauptausschuss geht. Ich kann es jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Das sind damals die Bedenken nicht genannt worden seitens Grünen und CDU, warum wir jetzt hier über so einen Antrag jetzt hier abstimmen sollen, wobei das Verfahren vorher sehr klar diskutiert und abgesprochen war. Zur Geschäftsordnung hat sich gemeldet der Kollege Frömmrich. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir überweisen den in den Ausschuss. Ist das einvernehmlich so? Dann machen wir das so und überweisen den Antrag an den Hauptausschuss. Ich bedanke mich dafür.